Alter, wie viel hält der denn aus? Also ich glaube, die Z ist wohl wirklich noch nichts. Wirklich für mich. Konnichiwa, ihr Ninjas, und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Division. Yo, wie ihr seht, wir stehen hier vor so einem netten, schönen Tor. Es ist der Eingang zur Dark Zone. Ich weiß, ich wollte es, wollte erst reingehen, wenn ich Level 30 bin. Aber da wir da eh noch eine Quest drin haben, wollte ich mir die XP-Punkte zu Level 30 eigentlich nicht entgehen lassen. Und ja, machen wir dieses Mal eine reine DZ-Folge. Mal so ein bisschen rumballern, mal gucken, was da drin so Sache ist. Ja, gehen wir mal einfach rein. Agent, wir haben von Nachschubabwürfen erfahren, aber sie sind in der Dark Zone gelandet. Irgendetwas geht davor, aber ich weiß nicht genau was. Eins ist sicher, sie sollten da sein, bevor andere den Nachschub in die Finger bekommen, egal was es ist. Ich glaube nämlich, es sind weder Nudeln noch Decken. Also los, Agent. Okay. Jo. So, wie ihr gesehen habt, oben rechts ist jetzt ein lila Level aufgetaucht, Level 1. Das ist unser Dark Zone Rank, also Dark Zone Level. Da ich hier noch nichts gemacht habe, natürlich Level 1. Munition ist voll. Jo, hier haben wir einen netten Händler. Fragen Sie nicht, woher das stammt. Ich will es auch gar nicht wissen. Jo, können wir hier gucken. Hinter wird die normale Stufe angezeigt, welche Stufe wir haben müssen, damit wir es benutzen können. Und dahinter der DZ-Rang. Kann ich zurzeit überhaupt nichts kaufen, weil mein DZ-Rang 1 ist und wir brauchen Rang 15. Sie werden es bedauern, nichts von mir gekauft zu haben. Halt die Klappe, Bitch. So, ja, gehen wir mal in die Dark Zone rein. Das hier war nur der Vorraum. Also eine Safe Zone. Übertragung gestört. Empfang nur im Nahbereich möglich. Okay. Backup aktiviert. System neu gebootet. Da müssen wir hin. Die Dark Zone ist abgeschottet und das aus gutem Grund. Dort hat die Infektion am heftigsten zugeschlagen. So sehr, dass weder wir, noch das LMB, noch irgendwer sie aufhalten konnte. Jetzt ist es ein Niemandsland voller Menschen, die das Virus nutzen wollen, um den Fraktionen zu entkommen. Und was hinter diesen Mauern geschieht, nun, wenig davon ist gut. Ach, brauchte ich da jetzt gar nicht hinlaufen? Sei vorsichtig in der Dark Zone, Agent. Wenn es noch abtrünnige Agenten gibt, dann dort. Agent, Ihr Signal wird schwächer. Warnung, Sie betreten jetzt die Dark Zone. Ja, ich bin jetzt schon seit fast einer Minute da drin, du Depp. Okay, ich brauchte da eigentlich doch gar nicht hinlaufen. Ja, gehen wir mal die Z-Stufe, also hier den Bereich 1 erkunden. Es gibt mehrere hier. Wir sind jetzt in DZ1, DZ2, DZ3, DZ4 bis DZ6 geht das hoch. Gut. Umso weiter man nach oben geht, umso gefährlicher wird es. Also umso gefährlicher werden die NPC-Gegner. Die PvP-Spieler hier sind generell gefährlich. Die schießen auf einen. Können sie machen. Müssen sie aber nicht machen. Wie das ablaufen wird, müssen wir mal gucken. So, ich habe hier noch keine Sachen gefunden. Beziehungsweise noch keine Gegner. Ah, da hängt schon einer. Wie man sieht, die haben hier auch gleich eine ganz andere Rangklasse. Alter, wie viel hält der denn aus? Also ich glaube, die Z ist wohl wirklich noch nichts. Wirklich für mich. Jo, ein Rang aufgestiegen. Da unten steht eine Kiste. Brauchen wir einen Dark Zone-Schlüssel für? Entweder man kauft sich einen oder man findet welche. Durch Erschießen von NPCs beziehungsweise anderen Spielern. Wenn man andere Spieler abschießt, droppen die Schlüssel
die Z-Währung, etc. Na, und natürlich die Sachen, die sie vorher noch nicht rausgebracht haben, außer die Z-Items. Aber dazu später mehr. Gut, da hinten sind noch mehr Gegner. Ist meine Suchermine wieder einsatzbereit? Jo. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Ja, hallo? Ja, den habe ich. Oh, der nicht. Wie, du stellst da Geschütz auf? Ich glaube, ich habe hier sowas von die Arschkarte im Moment. Oh, Alter, der macht ja richtig Schaden, ey. Er hat ja auch eine Schrotflinte, na super. Ja, wie schnell man hier Level aufsteigt. Und was Blaues hat er gedroppt. Gut. Was hat er denn gedroppt? Ein Schocktraumapanzer. So, habe ich eingesammelt. Wie man jetzt sieht, haben wir hier unten so ein Quarantänebecken, nenne ich es jetzt mal, für unsere kontaminierten Objekte. Die können wir so nicht mit aus der Dark Zone rausnehmen. Die müssen wir per Helikopter ausfliegen lassen. Und den Helikopter kann man natürlich ja, es gibt hier in der DZ1 zwei Abholbereiche, einmal hier hinten und einmal hier. Da ist ein Wahrzeichen. Da sind dann immer irgendwelche Premium-Gegner. So, mal gucken. Was hier hinten so schönes ist. Okay. Also hier sehe ich jetzt gerade keinen. Wie auch im normalen Levelbereich gibt es da auch, gibt es auch hier U-Bahn-Schächte. Muss man vorsichtig sein. Können auch besondere Bossgegner drinne hocken. Ich schaue mal nach, ob hier jetzt gerade einer ist. Wie gesagt, wenn ein anderer Spieler hier unten drinne waren, spawnen die irgendwann nach. Wenn man Pech hat, spawnen die direkt hinter einem. Wir betreten jetzt kontaminiertes Gebiet. Okay. Es sind aber einige Gegner. Wieso macht die jetzt so wenig Schaden? Oder bin ich... Sind die Gegner einfach nur zu stark? So, hier gibt es einmal Munition. Und die Z-Währung. War das, glaube ich. Hier werden mir überall Gegner angezeigt. Also ich... des kontaminierten Gebiets. Ja, schön. Also die müssen, entweder sind sie unter mir oder über mir. Aber ich glaube, die sind über... Scheiße, wo kam der denn her? Ja, das ist auch eine Kiste, aber die kann ich auch nicht aufmachen.
Also es ist hier, man muss hier wirklich vorsichtig sein, hier unten. Weil irgendwo können die immer hocken. Es liegen hier zwar Kisten rum, aber die sind irgendwie schon gelootet worden. Kann ich nicht, habe ich voll. So, nächste Etage runter. Gefällt mir hier gerade gar nicht. Ah, hier ist eine Kiste. Erforderlicher DZ-Rang 10. Ihr Rang ist 5. Okay. Können wir noch nicht aufmachen. Schade. Genau das gleiche Spielchen hier. Okay, hier unten ist keiner. Wieso, weshalb, warum auch immer. Normalerweise würde hier unten jetzt, glaube ich, auch noch was sein. Da war aber, glaube ich, schon einer. Schade. Ja, da brauchen wir wieder einen Dark Zone Schlüssel für. Den haben wir natürlich nicht. Okay. Oben muss irgendwo einer sein. Jo, irgendwas schießt da oben. Aber was? Oh. Da ist ein anderer Spieler. Irgendwo ist noch einer. Müssen wir hier noch ein paar Punkte sammeln. Der andere Spieler schießt nicht auf uns, obwohl er da oben hockt. So, der ist auch weg. Rang 7 erreicht. Irgendwo sind noch welche. Erstmal alles mitnehmen hier. Geht langsam die Munition aus. Ah, Dark Zone Währung. Schlüssel habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Schade, schade. So, dann zeige ich das mal mit dem Helikopter, sofern mich der andere Spieler am Leben lässt. Eine Maschine ist im Anflug auf ihre Position. Nutze unsere Leuchtpistole, schießen eine Leuchtkugel hoch und dann müssen wir halt die Zeit, die jetzt oben abläuft, warten, bis der Helikopter eintrifft. In dieser Zeit wäre natürlich zu einfach, nur zu warten. Nein, es spawnen gleich wieder Gegner, die uns das Leben dementsprechend schwer machen wollen. Da läuft der andere Spieler. Irgendwas hat der gerade genuschelt. Ich habe es aber nicht verstanden.
30 Sekunden noch. Wie gesagt, jetzt müssten hier gleich Gegner spawnen. Sein, die haben das gepatcht, aber ich glaube nicht, dass sie es gepatcht haben. Jetzt hört man ihn, da sieht man ihn. Da ist der andere Spieler wieder. Jetzt sind die Gegner gespawnt. Hart. Oh, da muss ich aufpassen, dass ich den Kollegen nicht treffe. Jetzt müssen wir uns beeilen, da die Munition, unser Päckchen ranzukriegen. Oh, das war knapp, ey. 30 Sekunden bis zum Abschluss der Abholung. So, Päckchen rangehängt. Wir können es jetzt an Bord holen. Oh, ey. Hammer, ey. Oh, 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 oh. So, jetzt sind unsere Gegenstände ausgeflogen worden. Oh, leck mich! Die teilen aus, Schaden, ey, das ist Wahnsinn. Jetzt lauf, du... Er hat nichts gedroppt. Aber jetzt ist hier natürlich wieder das Blaue ist hingefallen. Können wir erstmal hier einsammeln, die Z-Währung. So. So, machen wir uns mal auf dem Rückweg zum... Ausgang von der DZ. Wir sind auch nämlich schon gleich am Folgenende. Irgendwo waren doch noch welche. Ja, ich glaube, die machen wir noch mal eben mit. Ist ja nichts bei. Nur damit ihr mal gesehen habt, was hier in der DZ so los ist. Ist doch eine etwas größere Gruppe. Oh. Schnell eine Heilung reingewirkt. Ich wollte doch eigentlich nur... Raus aus der DZ. Gut, dass er mir da noch gerade... Oh, da kommt der Nächste. Geholfen hat. Oh, keine Munition mehr. Scheiße. Jo, der ist auch hinüber. Das war knapp. Okay, und wie gesagt, die Dinger müsste man jedes Mal normalerweise wieder mit dem Helikopter wegschicken, die man gerade bekommen hat. Mache ich jetzt aber nicht. Weil, wie ihr sehen werdet, wenn man die Dark Zone verlässt, werden und man hat sowas noch im Gepäck, wird es zerstört. Achtung, Sie verlassen die Dark.
Dark Zone. Meine Zeit ja, ja. So, hier kann man seine Munition wieder auffüllen. So, wenn ich jetzt die Dark Zone verlasse, Achtung, sagt er mir, verlassen der Dark Zone. Muss in der Dark Zone verbleiben. Ja, alle kontaminierten Objekte werden beim Verlassen der Dark Zone zerstört. Sie können kontaminierte Objekte sicherstellen, indem sie in abholbarreichen Bergen. Jo, mache ich jetzt nicht. So, damit sind die zwei blauen Dinger jetzt kaputt. Die anderen, die ich vorhin ausgeflogen habe, befinden sich jetzt in meiner separaten Inventarbox. In die habe ich halt in jedem Safehouse Zugriff drauf. Sagen wir es mal so. Gut, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.